Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play NHL 18 im Franchise-Mode mit den Edmonton Oilers. Das freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben den 30. November, morgen geht der Dezember los und wir spielen heute gegen die Toronto Maple Leafs in Edmonton, also im Rogers Palace. Und ich würde sagen, da gehen wir auch ohne große Umschweife rein. Ich bin gespannt, ob es eine gute Idee ist, dass ich den Kram jetzt überhaupt aufnehme. Ich bin eigentlich hundemüde. Ich bin sowas vom Platz und wir spielen mit Brossoir im Tor. Eieiei, schauen wir mal, was das wird. Also eigentlich bin ich viel zu müde für die Aufnahme. Aber wenn ich es heute nicht aufnehme, dann komme ich in Verzug. Dann kriege ich das nicht rechtzeitig hin. Von daher müssen wir da jetzt durch. Zuletzt haben wir uns einen ordentlichen Patzer gegen die Arizona Coyotes geleistet. Ich hoffe, das können wir heute wieder gut machen. Und schau mal, Connor McDavid gegen Austin Matthews. Rookie gegen Rookie. Matthews gewinnt das erste Bully hier. So, Lucic bringt den Puck zu McDavid. Na, da wollten wir ihn zum Nash bringen. Schöner erster Save von Brossoir da. Ja, als ob. Abseits. So, die Maple Leafs stehen nicht so gut da diese Saison, aber das hat ja nichts zu heißen. Gegen die vermeintlich schwächeren Teams stellen wir uns ja leider meistens eher blöder an. Schöner Save von Brossoir. McDonough geht rein ins Angriffsdrittel. Da wollte ich nicht hin mit dem Pass. Schöner Pokecheck da. Leider den Puck direkt wieder abgegeben. Gut geblockt. Maroon bringt ihn zu Leon Dreiseidel. Der hat ein bisschen Platz, geht rein ins Angriffsdrittel. Ah, der Pass kommt nicht mehr durch. Schade, er wäre gut geworden. Brossoir macht das Spiel schnell. Ja, genau da wollte ich hin mit dem Pass. Larsson schneller als der Toronto-Spieler. Immer noch Maroon da auf dem Eis. Ja. Auf was war das denn? Oh, das war doch so ein safer Pass an die Blaue. Warum ist Maroon denn immer... What the... Fucking hell, war das denn jetzt? Guter Check von Larsson da. Jokinen. Bringt den Puck raus. Sekera. Stroh! Oh mein Gott, war der close. Schöner Einsatz von Sekera da. Schöner Pokecheck. Aber leider zu langsam an der Stelle. Ja, und dann wird er weggerammt von drei Leuten da. Da war nichts zu holen. Leider kam da der Vorcheck der anderen zu langsam. Was war mit dem Save? Alles safe bisher. Ausgeglichenes Spiel. Chancen auf beiden Seiten. Wir haben noch eine ganz ordentliche Bilanz, müssen jetzt aber langsam mal wieder zulegen. Die San Jose Sharks ziehen weiter davon. Ah, abgefälscht vom Verteidiger da. Schlechter Pass. Schöner Einsatz von Brossoir. Leider hauen wir unser eigenes Tor um, darum Bulli im Verteidigungsdrittel. Das hätten wir sonst gut weiterspielen können. Letterzu am Bulli. Verliert das leider. Aber wir holen uns den Puck trotzdem. Letterzu rein ins Angriffsdrittel. Mit dem Schuss. Ah, schade, und der Pass wird geblockt. Banning. Oh.
Was ein Save von Anderson. Gut gehalten von ihm. Ich glaube, Maroon war es, der da an der anderen am langen Pfosten rankam. Oder war es Malone? Malone oder Maroon? Ah, schöner Save von Anderson. Muss man ihm lassen. Der war nicht bad. McDavid jetzt am Bulli. Gegen Bojack. Ich glaube, Tyler Bojack hieß er. Ah, McDavid. Bulli-Präsenz. Fuck. Als ob. Als ob. Ja doch, ich glaube Tyler Bojack hieß er. Ja. Oh, eigentlich nochmal auf unsere Kelle, aber da war das Drittel rum. Ausgeglichenes Spiel. Wirklich ein ausgeglichenes Spiel. Brossoit rettet uns bisher gut den Arsch. Anderson rettet ihn gut den Arsch. Bullies sind noch nicht ganz so gut bei uns. Okay. Oscar Clefbaum mit dem 1:0. Ganz einfach zurück in die Mitte gelegt von Connor McDavid. Und Clefbaum hat da eine ganze Menge Platz und schiebt gegen Anderson ein. Beziehungsweise sniped ordentlich in die Ecke. Viertes Saisontor. Schön vorgelegt. Da hat er dann eine Menge Platz. Anderson auf der Fanghand erwischt. Ja. Roy McDonough und Connor McDavid holen sich die Assists ab. Das gibt's nicht. Und vor allem, dass mein Spieler dann nochmal wieder auf die Schnauze fliegt. Rein theoretisch hätte er da schnell weiterlaufen können müssen. Nash zu McDonough. Der wieder zurück zu Nash. Und der nochmal in die gleiche Ecke wie eben gerade. 2:0. Ja, so einfach kann es gehen. Roy McDonough und Milan Lucic mit den Assists. Rick Nash mit seinem 8. Saisontor. McDavid holt sich da wieder den Puck. Ah, der Schuss bleibt hängen. Was soll so ein Vorcheck? Oh, lol. Ah, fuck, das habe ich gesehen. Das war ein böser Bandencheck. Nee. Batterie des Controllers sind beinahe leer. Okay. Aber what the fuck? Komm schon. Brossoit, das war nicht so gut jetzt. Drei Seite verliert das Bulli. Abseits. Ich weiß nicht, ob das 2-1 sein musste. Erstmal war es natürlich ein dummer Check da von McDavid. Dass wir überhaupt die Strafe da ziehen. Ey, ja, okay. Jo, einfach abgewartet. Puck kam wieder zu uns. Drei Seidel mit einem guten Schuss versucht er eigentlich, aber wird geblockt vom Verteidiger. Okay. 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 What the fuck, ey? Leute, will da mal jemand hin zum Stören? Nee? Okay. So, Zach Cassian. Schöner Versuch gegen Anderson da. Jokinen. Ja, Benning, das war fragwürdig. Und er wechselt halt nicht zum richtigen Spiel. Aber letztendlich gut gelöst von
Nurse. Jokinen. Ah, holt sich dann nicht den Puck wieder. Harter Check. So, Clefbaum. So, jetzt leiten wir den Konter ein. Puljujärvi. Mit dem Schussversuch auf die Stockhand. Oh, das ist doch nicht euer Ernst. Jetzt! Leute, probier mal bitte. Gutes Zeichen von Brossoit. Ja, genau. Ach, das ist doch lächerlich. Wieso bleibt er denn einfach... Hallo, Leute, was macht ihr denn da? Puck geht raus. Drittel ist rum, wir führen mit 2 zu 1. Mal gucken, was uns jetzt im letzten Drittel noch erwartet. Es wird auf jeden Fall ein enges Spiel. Das kann man wohl erwarten. McDavid gegen Austin Matthews. Nochmal am Bulli. Bulli geht an McDavid. Wie konnte der Pokecheck jetzt nicht treffen? Wer kann mir das erklären? Ja! Andersen ist richtig. Als ob Andersen den hält von McDavid. Come on. Ja gut, es war bei der Fanghand. Ja gut, vielleicht ist es gar nicht so unlogisch, aber come on. Dass der in der Situation überhaupt noch zu so einem Schuss kommt. Aber gut, schöner Save von Brossoit. Alter Vater, ey. 12 Paraden bisher von ihm. Was war das denn jetzt schon wieder für eine Aktion? Aber gut. Next try. Schade, abgefälscht. Wir schwimmen zu sehr, Leute. Scheiße. Der konnte nicht mal festhalten. Ich wollte eigentlich nur das Offensivbully sichern. Nicht mit Papa Schlumpf. Als ob da schon wieder der perfekte Poke-Check kommt. Festhalten. 8,5 Minuten noch. Als nächstes geht es für uns gegen Calgary, Philadelphia und Montreal. Werden also harte Spiele. Vor allem Montreal. Ich glaube, Philly wird auch nicht einfach. Letazio am Bulli.
gewinnt das. Malone geht rein ins Angriffsdrittel. Allerdings fehlt mir da direkt die Anspielstation. Komm, Letatsu. Ja, nice. Das gibt's nicht. Wie kann der nicht drin sein? Wie konnte der nicht drin sein? Der musste eingeschoben werden. Das war... Ey, dieses... Bullshit, ey. Ja! Auf dem Weg in die komplett andere Richtung des Tors. Plötzlich bleibt er stehen. Alter Vater, ey. Powerplay für uns. Washdog? Okay. Habe ich nicht gesehen. Aber wir nehmen Powerplay 3 Minuten vor Ende des Spiels. Okay. Time to retire, Hyman. Sehe ich auch so, Leute. So, Nuge am Bulli. Gewinnt das auch. McDonough mit einem ordentlichen Schuss gegen Anderson. Strom legt zurück auf Nuge. Der trifft das Tor nicht. Strome mit dem 3:1 im Powerplay. Schön rausgespielt. Da war eine Menge Platz im Slot. 2,5 Minuten vor Ende des Spiels führen wir mit 3:1. Und das sieht sich doch schon wieder deutlich besser als ein 2:1. Alter Vater, ey. Ich habe schon wieder zu schwitzen angefangen. So, Nuge. Geht rein ins Angriffsdrittel. Geht hin das Tor. Ach, Dreiseitel kommt da nicht zum Abschluss. Nein, da kommt der Pass nicht. Fuck. Das wäre eine gute Chance für Maroon gewesen. Goalie vom Eis. Das ist doch kein Foul, komm. Siehst du, zeigst nicht mal eine Strafe an. Lächerlich. Und die Strafe wird nicht mal angezeigt. Was soll denn der Buggy-Shit? Achso. So, Puck geht raus. Letzten 30 Sekunden. Malone schiebt ins leere Tor ein. 4:1, Shorthander. Nice. Da ist der erhoffte Sieg. Oh, das war so... Das war eine große Strafe? Wollt ihr mich veräppeln? Das gucken wir uns gleich nochmal an. Wenn ich das gleich nochmal angucken kann. Oh, warte mal. Jetzt ziehe ich mir nochmal eine unnötige Strafe hier. Wie blöd ist das denn? Aber egal. Gewonnen haben wir. 4:1 Sieg gegen die Toronto Maple Leafs. So wollen wir das sehen, liebe Leute. Jetzt wollen wir uns mal den Action Tracker angucken. Denn, drittes Drittel. Ja, komm. Ah ne, warte. Ich bin blöd. Hier. 5 Minuten Strafe.
Für das? Warum? Warum ist das eine 5-Minuten-Strafe? Das war kein Check im Kopf- und Nackenbereich? Vielleicht kann man einen Bandencheck geben. 2 Minuten Bandencheck. Okay. Aber eine große Strafe? Nee, sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht. Hoffen wir mal, dass man uns jetzt nicht im nächsten Spiel gesperrt wird dadurch. Aber ich glaube, man braucht 3 große Strafen, damit man ein Spiel gesperrt ist, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher, wie das in der NHL drüben läuft. 16:23. So, als nächstes geht's gegen Calgary. Wir sind zu Gast in Calgary. Leon Dreiseitels Moral ist gesunken. Ist mit seiner eigenen Leistung nicht zufrieden. Die Bakersfield Condors steigen von der Teammoral. Team Chemie. Calgary hat gegen Arizona gewonnen. Ja, 2. gegen 4. steht's nächstes Mal. Also steht nächstes Mal an. Wir mit 9 Niederlagen, Calgary mit 10. Ah, mal sehen. Das könnte ein echt spannendes Spiel werden. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet und wünsche euch bis dahin eine schöne Zeit. Haut rein, bis die Tage, Leute. Ciao.